Hallo Mädels, und zwar wollte ich mich heute wieder mit einem neuen Video melden. Ich möchte über das Thema sprechen, wie ich mir meine Zeit aufteile und generell, wie ich Sachen erledige, trotz Kind, wie ich meine Hobbys trotzdem lebe und generell noch Zeit beschaffe für mich selber. Ich wollte noch sagen, dass es meine Tipps sind und was ich für mich anwende und was für mich funktioniert. Ich möchte nicht sagen, dass es bei jedem funktionieren kann, aber das sind meine Tipps, was eben für mich gut gegangen ist. Und zwar das erste Mal, wenn ich aufstehe, dann stehe ich gleich auf. Es ist nicht so, dass ich noch ganz lange im Bett liege, denn da vergeht die Zeit schnell und dann hat man halt keine Lust aufzustehen, dann ist man noch müder, als man eigentlich ist. Ich stehe eigentlich sehr früh auf, weil Junior einfach um 7 Uhr schon aufsteht. Dann mache ich mich meistens schon fertig, gleich in der Früh. Denn wenn ich im Pyjama herumlaufe, dann möchte ich nicht mal anfangen zu. Ich fühle mich einfach schlapp und nicht bereit. Auch wenn ich nirgendwo hingehe, mache ich mich einfach fertig. Es war eigentlich seit Anfang so. Das habe ich für mich gemerkt, dass ich produktiver bin, wenn ich Sachen erledigen möchte, dass ich mich einfach herrichte und einfach mich gut fühlen muss. Dann das nächste ist, dass ich mich eigentlich sehr gut wie möglich gesund ernähre und keine schlechten Sachen esse. Ja, das wollte ich auch noch sagen, denn das macht auch sehr schlapp. Wenn Alex von der Arbeit kommt, ich weiß, jeder geht arbeiten, dies, das, schaue ich, dass ich mit ihm rede und ihm sage, dass ich mich zum Beispiel noch fertig machen muss und meine Videos drehen muss, denn das liegt mir zu Herzen. Ich weiß, dass es welche gibt, die das nicht so ernst nehmen, was ich mache, aber wie gesagt, das ist mein Traum und ich möchte immer noch mein Traum leben und immer noch das machen können, was ich möchte, auch wenn ich jetzt Mutter geworden bin, möchte ich meine Träume nicht aufgeben und ihr solltet das auch nicht. Ich habe mit ihm eben besprochen und mit ihm ausgemacht, jedes Mal, wenn die Arbeit fertig ist, wenn ich noch irgendein Video machen muss oder irgendwas schneiden muss oder generell mit euch reden möchte, dann passt er kurz auf Junior auf und sobald ich es fertig habe, dann gehe ich wieder zu ihm und passt wieder auf Junior auf. Wie ich mir Auszeit nehme vom Ganzen, ist einfach so, dass Alex zweimal die Woche frei hat jetzt und einmal die Woche, also darf sich Alex ausruhen und einmal die Woche darf ich mich ausruhen. Das heißt, ein Tag gehört ihm und ein Tag gehört mir. Und wenn Junior abgegeben wird bei meinen Eltern, dann haben wir beide Freizeit. Genau, das wollte ich auch noch sagen, wenn ihr irgendwo, wenn ihr Großeltern habt in Salzburg oder bei euch in eurer Stadt, dann würde ich euch raten, euer Kind einfach einmal die Woche abzugeben. Das ist auch sehr gesund für eure Beziehung. Das kann ich auch von Erfahrung aus sagen, denn zum Beispiel Alex und ich können dann einfach unsere Zeit genießen und zu zweit einfach den Tag ausklingen lassen. Das ist auch sehr wichtig, einfach, dass die Beziehung, dass man einfach für seinen Partner Zeit hat. Ich weiß, man hat trotzdem Zeit, wenn das Kind da ist, aber die Hauptperson ist immer noch das Kind und ja, man hat halt nicht so viel Zeit für sich. Auszeit zu nehmen ist nichts Schlimmes. Es ist nicht schlimm, sein Kind mal abzugeben, für sich Zeit zu nehmen. Dann, also was ich noch mache, ist, dass ich mir wirklich alles aufschreibe, wenn ich einkaufen gehe. Ihr müsst das nicht auf einem Blatt Papier schreiben, aber ihr könnt es auf dem Handy schreiben, denn so vergisst ihr keine Sachen. Oder egal, was ihr am Tag erledigen wollt, schreibe ich mir alles auf. Zum Beispiel ins Finanzamt gehen, zur Bank gehen, Müll wegschmeißen und solche Dinge einfach. Ich schreibe mir einfach alles runter, was ich erledigen muss. Was noch dazu gehört, ist Organisation, denn wenn ihr
Also mit dem Kind ist es halt nicht mehr so einfach. Ihr müsst auch ohne Kind, würde ich euch raten, einfach Organisation ist Nummer eins. Denn wenn ihr das nicht macht, zum Beispiel am Tag davor einfach im Kopf vielleicht planen, ja, was mache ich denn morgen? Einfach produktiv sein für euch, solche Dinge einfach, was ihr halt erledigen müsst. Einfach, dass ihr den Tag nutzt und nicht einfach faul im Bett liegt, sondern dass ihr wirklich was vom Tag habt und stolz sein könnt auf euch. Natürlich gehört Auszeit dazu, das habe ich auch schon gesagt, aber das kann man halt nicht jeden Tag machen, denn so kommt man halt nicht weiter. Dann das nächste Tipp von mir ist, dass ich mir zum Beispiel Hilfe beschaffe, zum Beispiel, wenn ich irgendwas nicht kann oder nicht alleine schaffen kann, frage ich meine Eltern oder meine Geschwister, ob sie kurz herkommen können und kurz auf Junior aufpassen können für eine Stunde und ich mache da einfach mein Ding. Das kann ich euch auch sagen, denn Hilfe ist nichts Schlimmes. Das ist eigentlich was Gutes, dass ihr Hilfe sucht, wenn ihr irgendwas braucht. Das heißt nicht, dass ihr schwach seid oder sonst was. Jeder Mensch braucht Hilfe und Unterstützung von einer anderen Person. Noch sehr wichtig wäre es, dass ihr es mit eurem Partner abklärt, wer was im Haushalt macht oder was die Aufgaben sind. Denn meistens streitet man sich drüber. Natürlich Streit gehört dazu. Das ist auch, was man nicht ganz vermeiden kann. Aber so vermeidet man eben weniger Streit, dass man sich einfach mit dem Partner ausmacht, welche Aufgaben wer hat. Zum Beispiel Alex hat die Aufgabe, Müll wegzuschmeißen. Das ist alles. Sonst, wenn ihr euch das nicht ausmacht, dann wird alles im Chaos enden. Mein nächster Tipp ist, dass ihr noch einen Tag aussucht, wo ihr Familientag habt, wo die ganze Familie beieinander ist. Du, dein Kind und dein Mann. Oder generell die Familie, Mama, Papa. Und dass ihr euch mal zusammensetzt. Und das ist auch sehr wichtig, denn Familie, ohne Familie geht halt gar nichts, finde ich. Das liegt mir sehr am Herzen und das sollte man auch immer wieder pflegen. So, das waren die Tipps von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, einen Daumen hoch nach oben da zu lassen und mein Profil auf Instagram zu abonnieren.